Wir haben jetzt die positive Nachricht von einem Unternehmen, dass die Tests, die in den letzten Monaten gelaufen sind, sehr erfolgreich waren. Das heißt, es laufen jetzt noch die letzten Zulassungsverfahren und wir werden diesen Impfstoff in kleinen Mengen jetzt schon in diesem Jahr sehr wahrscheinlich im Dezember zur Verfügung haben, aber in größeren Mengen dann ab Januar, Februar, März 2021. Das kann man klar verneinen. Es wird in Deutschland keine Impfpflicht geben. Für uns auf europäischer Ebene ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wie sicher sind Medikamente, die wir hier europaweit zulassen. Deswegen dauert so eine Zulassung oft auch sehr lange. Wir haben hier mit viel mehr finanziellen Mitteln, als das normal üblich ist, auch mit Steuergeldern, mit vielen Millionen Euro Steuergeldern, diese Forschung massiv vorangetrieben. Das hat Zeit gespart. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass die Zulassung hier auch sehr sorgfältig durchgeführt wird. Und dass wir die Impfstoffe dann in jedem europäischen Land auch zugelassen brauchen. Es wird also kein Impfstoff auf dem Markt sein, der nicht die nötigen Zertifikate am Ende hat. Wir haben als europäische Ebene ja schon vor einigen Monaten eines gemacht. Wir haben uns die Rechte auf hunderte Millionen von Impfdosen gesichert. Das sorgt jetzt in erster Linie dafür, dass diese Impfstoffe, die jetzt produziert werden, nicht alle in die USA oder irgendwo anders hin exportiert werden, sondern dass wir in Europa auch davon profitieren. Bei der Verteilung wird es so sein, dass man am Anfang erstmal die Menschen mit Impfstoff versorgen möchte, die besonders gefährdet sind. Beispielsweise Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, Krankenschwestern, Ärzte und so weiter. Und dass man dann sukzessive auch den Rest der Bevölkerung entsprechend impfen kann. Es ist auch so, dass ja weitere Unternehmen an Impfstoffen forschen und dass man da auch erwartet, dass die in den nächsten Wochen hoffentlich positive Ergebnisse liefern, sodass dann nicht nur von einem Unternehmen Impfstoff kommt, sondern von mehreren Unternehmen. Und dann wird man auch relativ schnell, so ist der Stand heute, die Menschheit, nicht nur in Europa mit Impfstoffen versorgen können. Auch Sachsen-Anhalt ist als eines der ganz wenigen Bundesländer mit einem großen Unternehmen aktiv dabei. Wir haben dieses Unternehmen IDT in Dessau, ein sehr bekanntes Unternehmen, was an der Forschung und im besten Fall auch an der Produktion von Impfstoffen in der Zukunft mit beteiligt werden kann. Und ich hoffe, dass dann auch Impfstoffe aus Sachsen-Anhalt für die ganze Welt produziert werden.